in der letzten Episode. Okay, schnapp dir mal die Fackel, die eine. Und zünde sie mal an. Hast du fein gemacht. Jetzt haben wir unser Unterkühlungsrisiko vom Anzünden. So, was kriegst du noch für die 5 Kalorien, die du noch auf Tasche hast? Wahrscheinlich nichts. Uiuiui. Oh, ich habe nur eine halbe Minute geschafft. Ja, was haben wir jetzt an Öl? Echt 0,0 Liter. Das ist ja gut. Das Leere füllst du dann mal hier hinein. Ah ja, war dann doch halt. Fürs Aufrunden hat es gereicht, okay. Und so geht's weiter. Oh, starving. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 173. Es ist dunkel, wir haben einen Blizzard, sie hat Hunger. Also alles ganz normal. Ja, eine neue Aufnahmesession für mich. Und, erstmal wird gelernt. Dann gehen wir aus dem Spiel, dann trinken wir. Trink schneller. Und dann lernen wir weiter. Was hast du noch drauf auf der Uhr? Vielleicht ist der Blizzard ja weg. Ja, klingt so. Sehr schön. Aber hast du es doch nicht geschafft, das ist auch ein 10-Stunden-Buch. Und das Lustige ist, da liegen noch zwei 10-Stunden-Bücher. Ja. Das braucht 5 und das sind, glaube ich, auch 5. Ja, genau. Und das, wen es interessiert, sind auch 5. Aber Vorsicht, nicht lernen, bevor man nicht den Revolver hat. Gut, hier im Interloper sowieso nicht. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ja, das hilft natürlich noch nicht wirklich viel. Wahrscheinlich ist es immer noch dunkel. Und, ja, ich denke, das reicht jetzt auch erstmal mit Lernen. Das haben wir in der letzten Folge hier relativ exzessiv betrieben. Außerdem haben wir uns noch einen Hirsch geschossen. Hier liegen, das sind, glaube ich, sind das 2 Fälle. Ja. Komm her. So. Das wird zusammen. Ja, außerdem nur ein Darm. Da kommen wir eh nicht weit. Also das heißt, wenn wir uns die basteln wollen, fehlt uns eh ein Darm. Das heißt, wir müssen... Gewundener Fluss. Ja, das ist hinten raus. Rätsel, Seeoberer Damm und Höhle bei Seeausblick. Dann gehen wir erstmal zur Höhle beim Seeausblick. Brechen wir uns die Haxen. Ah ja. Der Hirsch ist natürlich nicht mehr da, das ist klar. Achso, hier haben wir die. Ich wollte gerade sagen, haben wir die Zeder nicht beseitigt? Haben wir, nur im anderen Modus. Das war der Will, der das gemacht hat. Also ne, wir gehen. Wir brauchen das Rennen vielleicht noch. Hier ist sie ein bisschen kostbarer, weil sie ja länger braucht zum Erholen. Naja, hier vorne geht das noch. Das ist alles noch nicht so dramatisch. Ja, es gab ein Entwickler-Update. Habe ich nur gesehen im... Das finde ich gut, dass sie das implementiert haben, wenn du das Spiel startest. Dass dann halt, wenn es da mal Entwickler-Updates gibt, dass dann halt ein Entwickler-Update, dass das dann eingeblendet wird oder generell Änderungen oder Updates oder was auch immer. Da haben sie ja dann sozusagen die Möglichkeit, bevor du ins Hauptmenü kommst, dass das dann angezeigt wird. Und es gibt ein Entwickler-Update. Und, ja, Episode 3 dauert halt noch. Das ist eigentlich so die Quintessenz des Ganzen. Hallo, es ist flach. Komm, definiere. Gut. Ruck. Na gut, aber das werden wir wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Das ist einfach, wir müssen da vorne in diese Senke. Das wäre die nächste Stufe. Komm. Und dann halt darauf. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich der kürzeste Weg zum nächsten Flachen. Man muss die Wege ein bisschen anders gehen. Das muss man sich halt ein bisschen anpassen. Dann geht das auch. So. Bitte was? Achso. Gerade sagen. Wir haben doch schon alle Hasen hier. Ja, und im Prinzip ist, ja, also es gibt halt nicht extrem viel Neues, nur so halt, was sie halt gerade machen sozusagen. Also Episode 3 sind sie noch dran, das durchzutesten. Ja, ich gehe jetzt mal zum Seeausblick, damit wir den mal haben. Letztes Mal sind wir nur beim Hirsch und dann, ja so, neuer Ort entdeckt. Dann zählt das ja nicht und dann ist das immer schwierig zu wissen, wann waren wir das letzte Mal da oben. Da sollte man dann halt immer hier hin die Aussicht genießen. Den dicken Kopf genießen. Das sieht ja schwer nach Nebel aus. Und Blizzard hat man ja gerade erst. Ja, also sie sind wohl jetzt in der Episode 3 so weit, dass sie, also der Raphael Verlierer hat das halt gesagt.
sie sind in Episode 3 so weit, dass sie das Gameplay testen, also das Spiel. Das heißt, sie sind sozusagen in einem Alpha-Zustand. Beta würde ich das jetzt noch nicht nennen. Aber das heißt, sie sind so weit, dass sie das testen können. Und das ist ja schon mal nicht unpraktisch. Echt, das ist immer noch nicht fertig, verdammt. Hier hinten ist immer noch kalt. Verdammt. Okay. Echt. 96%. Ja. Also erst heute Abend dann. Na gut, wir können ja mal hier runterklettern. Ja, und... Also es trifft, es findet ja im idyllischen Tal statt, das wissen wir ja inzwischen. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass ja, sie müssen halt dann noch erzählen, wie die Astrid von Milton ins idyllische Tal gekommen ist. Das ist ja nicht so drin. Wieso, wo war jetzt? Wir waren doch vorhin Krähen. Jetzt sind sie wieder weg. Na ja, schön. Es scheint aber auch aufzuklaren. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Achso, wir sind jetzt übergewichtig. Na, das ist ja wunderschön. Das heißt, wir sind hier gefesselt. War hier keine Leiche, echt? Aber wo kamen die Krähen dann her? Das verstehe ich nicht. Gut, aber ich würde tendenziell... Sollen wir eher runter oder eher rauf? Wie ist denn das da unten? Sind da noch die Schösslinge da? Ich glaube... Nee, die haben wir schon mitgenommen. Das sind, glaube ich, nur noch die Stümpfe. Ja. Dann, warte mal, wir müssen natürlich wieder was ablegen. Leider schon, weil ich wahrscheinlich jeden Scheiß wieder mitgenommen habe. Ja. Das reicht leider nicht, aber dann lassen wir halt noch einen Stock da. Wir haben genug. Ja. Ja, und es gibt dann mit dem, ich will mal gucken, ob wir hier allein sind. Mit dem Update zur Episode 3 kommt natürlich auch wieder neuer Content. Da weiß ich jetzt aber nicht, das könnte sein, dass das für die Episode 3 dann vorbehalten ist. Und zwar soll ein sogenannter Timberwolf kommen, so ein Grauwolf, zu Deutsch. Und der soll wohl auch in Rudeln dann daherkommen. Also nicht so vereinzelt angreifen, sondern wenn, dann greifen die zu X an. Wir können ja mal gucken, ob wir zu Ellens Höhle kommen. Es scheint kein Wolf hier zu sein. Gut. Ja, also das heißt größere Gefahr. Mit dem Wolf natürlich. Und, oder mit den Wölfen. Aber es soll eine neue Notsignal-Fackelgeschichte herkommen. Wir kennen ja die rote und es soll dann eine blaue geben. Naja, gut. Okay, das heißt, sie führen ein neues Tier ein, also führen sie auch eine neue Magnesium-Fackel ein. Naja. Wobei Magnesium brennt ja, glaube ich, sowieso weiß. Gut, haben sie dann wahrscheinlich noch irgendeinen Salz beigemischt ein. So, wie sieht's hier aus? Ist das bewölkt? Es könnte bewölkt sein. Warte, wir testen das erstmal. Ja, testet doch mal. Nee, ist es nicht. Gut. So, sind wir hier allein? Tatsächlich sind wir allein. Also im Sinne von Wolf. Das ist ja erfreulich. Gut, dann tau den Guten mal auf. Das heißt, wir machen erst als erstes ein Feuerchen halt. Papier 100%. Gut. Ja, knöppel erst mit dem Bogen. So, schauen wir, ob das reicht. Gefühlt minus 29. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt jemals in die Nähe kommen, dass es überhaupt etwas wärmer wird. Ach, du Schande. Sag mal dazu, meine Gute. Jetzt setzt er den Topf. Also wenn sie da den mit dem Bogen macht, dann musst du lange mit der Maus drücken. Drück! Tja. Er registriert das nicht, wenn sie da mit dem Bogen rumknabbelt. Das ist wunderschön. Ja, genau. Ich möchte da keinen Liter Wasser reintun.
Naja, das, da, wir sind schon manchmal schon bei minus 8 Grad. Okay, aber im Hocken, okay. Das wird nicht reichen, minus 7. Ja, okay. Dann hauen wir nochmal 10 Stöcke drauf, dann kommen wir da auch hin. Gut. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ja, das Fleisch ist mir tatsächlich erstmal egal. Mir wären jetzt Haut und Därme erstmal am wichtigsten. Ja, die Hand bitte. Ja. Okay. Fertig und fast fertig. Ja gut, wir haben so viel Stöckereien, dass das gar kein Problem ist. Sollen wir das Fleisch rausholen? Ja, vielleicht holen wir es raus. Warum nicht? 18 Minuten. Achso, nee, Quatsch. Wir müssen das ja in den Topf tun. Trink mal was. Ah, das Feuer geht noch eine Weile. Dies ist ja gar nicht so schlecht. Ja, dann schmeißt das halt dazu. Ist erstaunlich ruhig heute, das Wetter. Ist das weggeschmolzen? Echt? Warte mal, heb mal auf. Wo steht sie denn inzwischen? 77%, echt? Ich habe das Gefühl, dass das... Können wir das ja nochmal testen. Wobei, das wird nicht funktionieren. Naja, egal. So, wie viel Wasser haben wir denn jetzt? Naja, das reicht eigentlich. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Wasser. Genug ist eigentlich genug. Ich hole gleich den anderen Damen noch raus. Wenn wir mal hier reingucken, ob zufälligweise mal was hier drin liegt, das weiß man ja nicht so sehr. Nein. Tut es nicht. Ja, das wird sehr interessant. Und diese Kreuzung, die ist da, diese abgelegene Kreuzung, wie das heißt, soll wohl dann so Bergbauernstädtchen werden. Also zumindest sah es vom Screenshot so aus, als wäre das da hinten. Ich werde die, falls, ich meine, wenn ihr das Spiel startet, kommt er ja selber drauf, aber für all diejenigen, die das jetzt direkt aus dem Spiel machen wollen, da findet ihr den Link zu dem, ist halt auf Englisch, aber das könnt ihr euch entweder über Google Translate oder was auch immer ihr für ein Übersetzungsprogramm gerne verwendet, übersetzen oder lesen natürlich. Ja, da könnt ihr euch zumindest auch die Bilder anschauen, was da alles kommt und so. Und es soll auch eine neue Region geben. Das soll auch kommen. Da gab es allerdings keine Bilder dazu. Ja, und am Nintendo Switch Port sind sie anscheinend auch dran. Aber alles ohne ETA, also ohne Release-Datum, also ohne Veröffentlichungsdatum. Das Ganze ist einfach so. Wenn es kommt, kommt's. Echt, wow. Das ist schon ein Hammergang hier. Gut. Dann waren wir zumindest mal hier. So. Dann versuchen wir hier noch den restlichen Darm zu holen. Ja, wo wir den allerdings hin tun, das ist eine gute Frage. Jetzt holen wir das mal raus. Halt, das Feuer geht sicher noch, oder? So, wir probieren das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das Wasser verdunstet, keine Ahnung. Ich will mal gucken, ob das wirklich abnimmt. So wahnsinnig lange müssen wir ja auch nicht warten. Okay, dann warten wir mal kurz. Ich will jetzt mal wissen, ob das wirklich abnimmt. So, jetzt ist sie weg. Aufheben. Wo stehen wir? Ja, tatsächlich. 5% nimmt die Dose ab. Ja, okay. Alles klar, der Topf waren 10%, soweit ich das in Erinnerung habe. So. Was sagt denn der Tag? Mittag, okay. Gut, das war's hier. Das Fleisch, sollen wir das mitnehmen? Wie viel riechen wir denn mit 2 Därmen? Eins und Fleisch auch. Okay. Die ist fertig. Wir sind fertig. Wir hauen ab. Noch nicht ganz. So, gut.
Ja, das wird sicherlich sehr interessant sein. Und er hat geschrieben, dass so die Hauptmissionslinie in der Episode 4 wohl 4 Stunden veranschlagt wurde. Sie sind momentan viel im Testen. Das heißt, was er macht, er spielt die Mission durch und guckt halt, wie fühlt sich das an. Ich meine, er ist natürlich jetzt ein bisschen 6 Kilo drüber, da kann man natürlich nichts ablegen. Ihr seht das ja, sag ich mal, jetzt nicht mit, mit dem Auge eines jungfräulichen Spielers, nenne ich das mal. Naja, irgendwo im Hintergrund rumpelt mein Kader in den Kartons rum, die immer noch vom Umzug herumstehen. Das ist einfach zu viel. Zu viel Zeug. Die Wohnung ist hier auch ein bisschen verwundener, verwinkelter. Naja, und die Nebenmissionslinie soll, hat er geschrieben, 2 bis 4 Stunden sein. Das dann so eintrifft, das wird man dann sehen. Problem ist, er ist halt kein jungfräulicher Spieler und kann das dementsprechend auch von der Zeit her nicht so einschätzen. Gut, das heißt, es wird auf 6 bis 8 Stunden rauslaufen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Das würde ja im Umkehrschluss... Gut, das ist natürlich die Frage, ist das jetzt mit diesen ganzen Screens dazwischen? Also den ganzen, wie heißt das, diesen ganzen... Ja, Clips, die dann sicherlich kommen. Wir werden halt sicherlich den... Wie heißt er? Den Methuselah wieder haben und wahrscheinlich auch neue NPCs. Davon gehe ich stark aus. Und ich weiß halt nicht, ob das mit oder ohne ist. Ich nehme an, es ist mit, wenn er das schon so sagt. Denke ich nicht, dass das ohne sozusagen ist. Sondern dass du halt wirklich mit den... Dann wäre das sozusagen die Episode kürzer als die... Ja, okay, wir müssen erstmal wieder runter. Dann wäre das ja kürzer als die vorherigen Missionen jeweils waren. Gut. Wird man dann sehen. Ach ja, hier kommt man nicht weiter. Das ist natürlich ein guter... Aber zumindest kann man hier mal auf den See gucken. Es sieht aber tatsächlich relativ ruhig aus. Die letzten Worte. Gut, ich meine, im ersten Durchlauf, also diese originalen Story-Modus, da habe ich mich ja tatsächlich, weil es ein bisschen verworrener war, noch nicht so ganz geradlinig war, ist ja dann, nachdem ich im Redux kam, da habe ich ja 50 Folgen fast gebraucht. Gut, ich habe mir auch tatsächlich relativ viel Zeit gelassen. Ich habe ja auch nicht unbedingt vor, die zu pushen. Mit dem zweiten Durchgang sind wir, glaube ich, knapp über 30 gekommen. Das heißt, es sind dann ja auch schon so 15 Stunden. Na gut, es kommt wahrscheinlich schon dann hin ungefähr. Ich denke, das ist von der Länge dann, oder vom Umfang ähnlich. Jetzt kommt auch der Wind auf, okay. Okay, das ist dann vom Umfang ähnlich. Na ja, gut. Das ist ja okay. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Natürlich, wie bekannt, kein Veröffentlichungsdatum und es kommt, wenn es kommt. Vielmehr bin ich auf die neue Karte gespannt. Ja, ich meine, den Story-Modus, der ist ja schön und gut und der ist auch mal eine nette Abwechslung, aber da ist nix. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mehr gefallen an dem Sandbox-Modus, weil der halt kreativer, dich kreativer sein lässt. Also warte mal, wir haben ja ein Stück Reh dabei. Genau. Ist auch in einem Tip-Top-Zustand, nachdem es schon halb verschimmelt war. Gut. Kannst du noch ein bisschen schnaufen. So. Das nächste Fell. Sehr schön. Elf. Wie sind das? 11 Hagebutten. Hä? Wenn du jetzt doch 12 oder 13, wenn du mal eine separat findest. Aber doch nicht 11. Nee, ach, das sind die zusammengebastelt gewesen. Ach so. Okay. Deswegen. Passt das überhaupt alles rein? Ja, das ist die nächste aller Fragen. Hier haben wir ja nichts. Genau. Es passt. Gut, zur Not kann man das mal zusammenbasteln. Das ist nicht das Problem.
Hier hatten wir nichts weiter. Ach Gott, was ist mit unserer Kleidung passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Da müssen wir uns wohl mal... haben wir eigentlich noch Angelsets? Nur ein Haken, oder will ich jetzt nicht noch ein... Ja, nee, vergiss es. Wir müssen das mit Näset machen. Okay, die schmeiße ich erstmal wieder hier rein. Ach, Zunder, stimmt, den brauchen wir ja nicht mehr. Das hat sich ja geklärt, oder? Moment mal. Moment. Haben wir das nicht? Wir haben doch höher gelernt, oder? Wir sind doch über... Ja, wir sind auf Level 3, genau. Wollte nur gucken, dass man da, dass ich da gedanklich jetzt nicht falsch unterwegs bin. Die verschiedenen Modi bringt man ja gerne mal durcheinander. So, von heute früh bis heute Mittag. Hm, das wird wahrscheinlich erst heute Abend sein. Ich denke, wir werden erst heute Abend dann mal nochmal zum Seeausblick raufgehen. Ich glaube, wir haben das ja auch abends raufgelegt. Nur, dass wir da... Es wird übrigens schon kälter jetzt. Also wir sind jetzt schon bei minus 9 Grad. Gut, die Kleidung ist ein bisschen schlecht, aber nicht um minus 9 Grad. Also ich glaube kaum, dass wir die Kleidung auf 20 Grad bekommen. Wo ist denn der Windschatten? Ah, hier. Sehr schön. Nee, 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 nee. Ja, wir sammeln gleich wieder neue Stöcker. Kennen wir das Prinzip. Im Windschatten. Im Windschatten. Gut. Ja, also im Prinzip letzten Endes nicht wirklich viel Neues. Das mit den Screenshots und den Locations im idyllischen Tal ist natürlich schon cool, weil man jetzt auch ein bisschen mitbekommt, wie wahrscheinlich die Namen, in welche Richtung die Namen eigentlich gedacht waren. Nicht so sehr in die Richtung, ich brauche mal echte Handschuhe, weil wahrscheinlich müssen wir doch Kaninchen jagen. Ja, aber da brauchen wir erstmal Därme dazu. Ich will erstmal eine Hose haben und dann gucken wir, was an Därmen noch übrig ist. Wir haben doch ein bisschen Stoff, ein bisschen. Ja, komm, wir nehmen uns gleich einen ganzen Schwung. Die wird ja wieder ein bisschen dauern. Gut. Hätten wir das auch festgestellt. Noch mehr Kruscheln bitte. So, dann wollen wir ein bisschen reparieren. Müssen wir leider erstmal drinnen machen, weil uns ist ein bisschen frisch. Ja, dann lassen wir die Handschuhe erstmal so, wie sie sind. Wir werden wahrscheinlich so schnell keine finden und Socken. Naja, man kann sich keine selber basteln. Schade eigentlich. Ja. Bist echt ein Idiot. Und Socken flickt man übrigens nicht mit dem Stoff, nur so als Info. Nimmst einfach Nadel und Faden, dann passt das. Mensch, wie weit bist du denn noch von diesem scheiß Level weg? Ja, verrenk dein Hals. Kann doch nicht wahr sein. Naja, noch Ewigkeiten, also wird noch ein bisschen dauern. 40% nur. Oh echt, das hast du geschafft? Wie hast du das gemacht? 60%, ja, also ein bisschen mehr, ich glaube 75 oder 70%, aber das ist mir jetzt egal. Ich brauche ein bisschen Wärme. Oh hey. Gut, ansonsten, wie schon gesagt, die Hose wäre als nächstes dran. Und die macht man, glaube ich, soweit ich weiß, auch mit Messer und so weiter. Nee, Nähzeug, okay. Ja, dann wird es sowieso Zeit. Okay, jetzt trocknen hier vier. Zwei Därme sind oben. Ja, die reichen noch nicht. Nee, falsch, hier muss man ja hin. Oberer Damm und... Ach, da müssen wir nochmal hinten raus. Verdammt. Ja, aber heute nicht mehr. Wir sind schon ziemlich fertig. Obwohl es das perfekte Wetter wäre, ich weiß. Warte mal, wo steht das? 96%. Das sind diese Monsterfische. Ja, dann ist es halt so. Ja, das Wasser behalte ich noch an mir, weil bis morgen früh werden wir wahrscheinlich sowieso wassertechnisch wieder ganz okay dabei sein vom Gewicht her. Wir könnten aber nochmal schauen. Jetzt habe ich ja keine Stöcke dabei. Stimmt das? Das stimmt. Ob man nicht einfach nochmal Wasser aufsetzt.
So, da verbrennen wir auch die Bücher dabei. Wir verwenden hier Papier, solange Papier die Sache ist. Zum Unterwegs. Ein Bücher ist eh nicht das Problem. Also da müssen wir nur einmal um den See rum, da finden wir genügend Bücher. Hier liegt noch Holz, okay. Naja, komm, lass das. Lass das. So, dann setzen wir hier einfach das mal auf. Mit einem Buch. Das haben wir ja extra. Ja, die Fackeln, ich weiß, wir müssen sie mal entsorgen. Genau. Oh ja. Gut. Wenn wir schon lernen, dann kann man dabei auch ein bisschen Wasser kochen. So, apropos lernen, das Buch müssen wir natürlich erst holen. Gut. Das müsst ihr genügend noch auf Lager haben, oder? Easy, easy. 7 Stunden noch. Gut. Es ruckelt trotzdem, selbst wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt. Der Wind kommt von dort drüben, okay. Dann wird er wahrscheinlich in der Zukunft von hier wehen. Schätze ich mal, keine Ahnung. Okay, 2 Stunden bitte. Oh, jetzt kommt er von da, okay. Dann versuchen wir einfach nochmal 2 Liter aufzusetzen. Irgendwie ist das nicht so wirklich. Lass erstmal so 1,20 und dann erstmal nur 1 Stunde. Oh, schöne Blizzard. Okay, es hat 45 Minuten abgezogen. Okay. Na dann bitte noch 1 Stunde. Gut. Ja, das stimmt. Hat jetzt eigentlich die Kleidung wieder gelitten, obwohl wir im Windschatten saßen? Nö, eigentlich nicht. Sieht zumindest nicht so aus, sag mal so. Es war jetzt natürlich auch nicht sehr, sehr lang, wobei 1 Stunde ist schon recht lang. Gut. Oder kommt doch ein bisschen was zusammen. Wir werden heute eh nicht mehr viel machen. Ich denke noch 1 Stunde oder 2 Stunden lernen. Wobei wir schlafen ja vielleicht erstmal 10 Stunden. Und dann sehen wir ja, wo wir stehen. Gute Nacht. Nicht komplett erholt aufgewacht. Okay, das heißt, wir haben die 10 Stunden geschlafen. Das heißt, du hast wahrscheinlich nur noch ein paar Minuten. Achso. Natürlich. Gott, 7,13 Stunden haben wir schon. Naja, es ist aber noch früh am Morgen, alter Schwede. So. Legen wir das Buch erstmal ab. Und dann kümmern wir uns vielleicht mal um die... Wir stehen in 38%, das kann doch nicht wahr sein. Um die Fackeln. Genau. Wir hatten übrigens ein Angelset, sehe ich nur gerade. Na toll. Tja, was man nicht im Kopf hat, das muss man dann halt tragen. Mit tragen meine ich vor allem ertragen. Für sie hat sich das Thema ertragen erstmal gegeben. Okay. Hm. Okay, 6 Stoff zu viel und dann, ja, wir basteln uns eine Hasenfalle, weil selbst letzten Endes die Därme, die wir haben, reichen eh nicht für die Hose. Das heißt, wir müssten sowieso so krabbeln gehen und da kriegen wir dann eh 2 Därme, beziehungsweise 4, weil wir natürlich die hinten aus der, halt 1 zu viel genommen. So. Das raschelt dann auch so, wenn du nur 1 Stoff rausnimmst. Die sind ziemlich, raschelig. 1, 1, 1. Wo ist er? Da ist er. 30 Minuten. Gut. Tja, so viele Fälle, so wenig Därme.
Diese Kadaver aus den Büchern, die brauchen echt saulang. Aber da müsste man im Journal... Ja, über Level 4 wahrscheinlich. Ja, wobei, wird wahrscheinlich knapp. Oh, das ist aber geiles Wetter. Ja, wir sind schon ziemlich... Ja, wobei, es ist noch nicht das Maximum. Es geht noch kälter, aber nicht mehr viel. Also wir haben uns da relativ rasch hinbewegt. Innerhalb von wenigen Tagen ging das dann nach unten. Wir sind jetzt Tag, ja, 29. Ich denke mal so, ab Tag 20 wird es kälter. Und es wird dann bis Tag 30, also 10 Tage. Und dann hast du im Prinzip deine maximale Kälte, wenn man das so sagen kann. Nee, nicht rennen. Nicht rennen. Ja, aber das ist echt krass. Das heißt dann vom Prinzip her, dass wir... Achso, hier unten ist ja flach. Dass wir uns jetzt auch nicht mehr in Höhlen aufwärmen können. Das konnten wir am Anfang ja noch machen. Und das ist nicht... Wir können ja mal in die Höhle rein gehen. Das sind nicht nur 3-4 Grad. Da brauchst du ganz andere Kleidung dafür. So. Wo sind's denn die Hasen? Nicht so viele. Wird sich schon einer finden. So, wie bekannt, ab in die Höhle und notieren. Wird es nicht mehr ganz so schnell. Da ist er auch hier rein, so. Wobei minus 6 Grad, das wäre tatsächlich nicht so extrem viel. Ja, die Hirsche, Material, Schösslinge. Ah, das ist eine Falle. Rätselsee. See aus Blick müsste noch bei 0,0 sein. Richtig? Beziehungsweise wir könnten, eigentlich reicht es auch, die gefallenen Hasen. Wir brauchen das eigentlich nicht mit beiden. Ach Quatsch, doch ja, richtig. Wo sind die Hasen? 0, genau. Getötete reicht ja, wenn eine Zahl. Die obere. Ich nehme mal die obere der Kaninchenzahlen, dann ist es einfacher zu merken. Habe ich schon tausendmal reingeguckt. Das ist immer noch keine Holzkohle. So, das ist jetzt auch kein Wetter für ein Feuerchen. Ja, da haben wir am letzten Tag echt viel Glück gehabt. Es war ein saumilder Tag. Und ein sauruhiger Tag. Mild war er natürlich auch. Ja, das wird jetzt auch ein Blizzard, also da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Da ist der Nebel schon da. Also der Nebel dazu zum Blizzard, zum Schneefall. Das schwingt gerade um. Ihr seht's ja. Dauert hier halt ein bisschen länger mit dem Wetter umschwingen. Hier kann man das ein bisschen mehr beobachten. Dabei hatten wir das doch am Abend erst. Ja, der braucht noch 3 Tage. Ich sag ja, so viele Fälle und so wenig Därme. Na gut, bei der Hose wären halt 2 Därme frei. Und, bei dem passt es genau. Aber hier wären 2 Därme frei. Ja, ja, das ist halt. Hier brauchst du halt genau 2 Rehe und hier bleiben 2 Därme frei. Hier brauchen wir halt, 3 Kaninchenpelze. Ne, hier wollten wir die Handschuhe, genau. Ja, in der nächsten Folge müssen wir mal gucken, was uns das Wetter bietet. Wir müssen uns erstmal aufwärmen, das heißt, wir werden wieder lernen. Und wir müssten halt wieder zurück zum Damm, leider. Beziehungsweise Richtung Höhle. Hinterm gewundenen Floß.
Ist halt vom Wetter abhängig. Wenn das Wetter gut sein sollte, könnte man sich den dritten Hirsch dort noch vornehmen. Dann hätte man das Areal auch mal in der Richtung sauber. Und ja, wenn wir zurück sind, können wir uns dann an die Hose machen. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.